Auf zur nächsten Runde. Das klingt irgendwie nach Mech-Einsatz, oder? Na, aber natürlich. Vernichte eine Fregatte mit deinem aktiven Charakter. Das machen wir. Komm, da wechsle ich aber mal auf King, glaube ich. So, und baller das Ding einfach mal vom Himmel, ja? Das geht schneller, als sie gucken können. Und erledigt. So, nee, den will ich gar nicht. Ich möchte wieder auf 7. Gut. Ich verhau dich mal kurz hier. Wenn ich dich denn mal treffe. So, und der Lieutenant, der darf sich auch verabschieden. Bitte mal eine Anime zu mir. Los, weiter. Das tun wir. Bislang nicht allzu herausfordernd. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass sie wirklich davon ausgegangen sind, uns damit aufhalten zu können. Das ist, würde mir ein bisschen seltsam vorkommen, muss ich sagen. So, weg mit dem Kolossus. Anime her. Jetzt müssen wir an der Stelle sein, die vorhin für uns Feierabend bedeutet hat. Also hier ging es ja vorhin nicht weiter, ne? Mal sehen, wo kommen wir denn jetzt hier lang? Geht's hier durch? Tatsächlich, ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir geleitet werden. Ha. Drei auf einen Streich, so muss es sein. Guten Tag, Herr Hauptmann. Frostig ist es in der Tat. Bitte stehen bleiben. So, den umkurven wir einmal. Ja, ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Wie, jetzt du überlässt es uns? Was ist denn mit dir? Ey, gut, was auch immer, keine Ahnung. Dann machen wir uns mal auf unter die Erde. Das Gute bei den Kolossi ist ja, sie sind nicht sehr flexibel, nicht sehr mobil, muss man sagen, ne? Von daher sind die eigentlich nicht so schwer zu bekämpfen. Gut gemerkt, Sherlock. So, dann kämpfen wir auch mal hier ein bisschen unter der Erde weiter. Ich glaube, ich gehe erstmal hier rechts lang, oder? Nein, gehe ich nicht. Gut, ich... Blabla. Ich glaube, es wird hier etwas U-Bahn-Fight-Action geben. Oh, shit. Gut, ich dachte schon. Aber sie sind tatsächlich noch an. So, bleib mal schön hier. Ist interessant, dass sie noch reden können, wenn sie schon tot sind. Na gut, was soll's. So, räumen wir auch noch den Lieutenant weg. Na komm. Meine Freunde werden nicht gehauen. Ich glaube, es hackt. Und weiter. We have not been able to apprehend the targets. Well, we lost them isn't going to cut it. They're wanted for the assassination of the Queen of Concordia. Was? We must find them. Sir. Oh. Assassination of the Queen? No. Wir sind das Bauernopfer. I can't contact the Dominion. It can't be. Don't tell me they got the Chancellor, too. Is Rubrum safe? I still have my memories of the Chancellor. And Crossamay was by his side. Mm-hmm. If we can still remember Kurasame and the Chancellor, that means that they're still alive and well. Alive and well for now. Maybe a better way to put it. But... then... why don't they respond? And why do they think we did it? Maybe the crystal made us forget killing her somehow. But if that were true, we should still remember that we assassinated someone. That is an excellent deduction on your part, Rem. One with which I am inclined to agree wholeheartedly. I remember that we were introduced to the Queen of Concordia. However, I don't remember the Queen herself. So, she must really be dead. Furthermore, if everyone else's memories are the same,
then we obviously had dealings with the Queen. In which case, that would certainly be more than enough evidence to implicate us in the assassination. One more thing. This is only a theory, but it's possible that we were chosen as the killers. From the beginning, before the assassination took place. You've got to be kidding! What do you mean, we? Leave me and Rem out of this! Just a moment, Queen. What do you mean now? Well, how else might you explain those Imperial soldiers descending directly upon our room? Now that you mention it, it is kind of strange that they gave us leave here instead of sending us home. What's more, I saw what appeared to be an intel officer from Section 4. Section 4? You can't mean the Dominion would sacrifice us. Machina, that's enough, okay? You're not going to come up with any answers right now. Either way, it would be wise for us to avoid getting caught. We need to get out of here now. Oh. Wir sind das Bauernopfer einer Intrige geworden. Na sowas. Ich erinnere mich noch dran, wie die Königin gesagt hat, die Kristalle streben ein Gleichgewicht an. Das ist alles, was zählt. Und ich könnte mir vorstellen, dass der konkordische Kristall vielleicht ein bisschen Vorteil hat, weil er eben noch eine Lassie als Herrscherin hat. Während alle anderen das nicht mehr haben. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie deswegen vielleicht freiwillig den Tod gewählt hat irgendwie. Jedenfalls sind wir natürlich von Anfang an dazu auserkoren worden, hier als die Mörder dazustehen. Was natürlich nicht der Fall ist. Aber damit sind wir jetzt wahrscheinlicherweise vogelfrei und zwar überall. Das haben sie sich ja schön ausgedacht, die Schweinehunde. Würde mich bloß mal interessieren, ob Kurasame auch was davon wusste. Na gut. Und mich würde auch interessieren, welche Länder da alles mit drin stecken. Also, Concordia und Militis denke ich auf jeden Fall. Ich denke mal, in Concordia, die wollten ihre Herrscherin loswerden, um vielleicht eine andere Führung zu etablieren. So wie es in Militis eben auch passiert ist. Und dann ist bloß die Frage, ist Rubrum da auch mit drin verwickelt? Haben die vielleicht alle miteinander da kooperiert? Könnte ich mir vorstellen. Ach du Schande. Target acquired. Ach du Schande. Schlechte Arcad. Ach du Schande. Wer bist du denn? Macht euch sofort aus dem Staub, wenn ihr zu nahe kommt, ist gut. Ach du Schande. Hat die Waffe von Cloud geklaut? Von Cloud geklaut ist auch schön. Aus Final Fantasy 7. Und scheint ein bisschen retarded zu sein. Oder kommt mir das nur so vor? Kann ich dem Typ überhaupt was antun? Nicht so wirklich, ne? Oh shit. Geht lieber in Deckung, Leute. Ich glaube, jetzt verziehen uns mal, oder? Ist vielleicht besser. Ja, ich glaube, das ist besser. Ist er schon wieder da? Er folgt mir. Na toll. Wo haben sie den denn ausgegraben? Na super. Komm, bleib mal schön hier und hüpf nicht so um mich drum rum. Ist er noch da? Hallo? Schlechter? Ist gut so. Du kannst auch wegbleiben. Ist in Ordnung. Vielleicht ist er auch vom Schlechter zum Besser geworden. Aha, Entschuldigung. Oh, der ist schlecht. Oh, ich glaube, er ist wieder da, oder? Ich habe gerade nicht darauf geachtet, wer das gesagt hat, weil ich hier mit Kämpfen beschäftigt bin, aber... Das klang so nach ihm.
Ja, ich sehe ihn auch schon wieder im Hintergrund. Das ist doch ein Traum. Ach, wie schön. Wir haben unseren persönlichen Stalker. Das ist doch toll. Kommt mit, Mädels. Wir verziehen uns lieber. Ich schaue nochmal ganz kurz. Nee, hier gibt's auch... Hier gibt's einen Seitengang? Ach komm, den lassen wir jetzt mal außer Acht. Wir ziehen einfach weiter. Ich will dem Kerl nicht zu nahe kommen, muss ich sagen. Oh, ein Torschlüssel. Wie schön. Das ist doch mal praktisch. Oh, dieser Typ. Kommt mit, Leute. Ich will ja gar nicht zu lange mich aufhalten. Hier gibt's auch gar nichts weiter. Gut, wir verziehen uns. Also Quickly sieht das ja nicht aus bei dir. Rem, are you feeling okay? I'm just a little dizzy. I'll be fine. Would you like to rest a little while? We can't. The enemy would spot us here. We can't sacrifice the whole team for one member. She's only saying we need to find a safer place. I'm fine. Really. Sorry to worry you all. Let's go, Machina. Damn it. Ich glaube, Machina wird noch ein schöner Antagonist werden. Der ist ein übster Whiner auch, ne? Und ich glaube, mit Identifikation mit der Klasse 0 hat es auch nicht mehr so. Was wir auch wundervollerweise dem Stabschef zu verdanken haben, dem blöden Arsch. Würde mir ja gar nicht leid tun, wenn er gestorben wäre, aber ich glaube nicht dran. Ich glaube, er steckt ganz tief damit drin in der Sache. Gut, gehen wir weiter. Jetzt weiß ich, warum sich der Soldat mit dem... Was war das denn? Okay. Der Zug, der wird gleich ablegen. Let's escape on that train. Klingt nach einer guten Idee. They're coming! Das war ja gerade total schlau von euch, den Text hinzuschreiben und ihn sofort wieder verschwinden zu lassen. Warte mal, ich bin doch noch gar nicht da hier. So. Oberleutnant Neil ausschalten und den Zug im Zentrum erreichen, bevor er abfährt. Oh, nicht du schon wieder. Sollten wir schaffen, denke ich. Target must be eliminated. Na klar doch. So bothersome. Accept your fate and die. Was ist das eigentlich für einer? Zu wem gehört er? Er scheint ja kein militischer Soldat zu sein. Also Soldat sowieso nicht, aber er scheint ja nicht militisch zu sein, ne? So, mein Freund. Lass dich mal kurz aus dem Verkehr ziehen hier. So, den hätten wir. Jetzt muss ich bloß noch den richtigen Zug finden. Ist es denn der hier drüben? Ich blicke ja gar nicht durch so richtig. Also wir müssen einmal rumgehen, ne? Ich glaube schon, der hier drüben, ne? Oh, shit. Da sollten wir nicht lang gehen. Ich weiß nicht so richtig. Wo sollen wir denn lang? Hier lang? Nee. Da lang? Nö. Gebt mir bitte einen Tipp, das wäre schön. Ich gehe dann mal, wa? Kämpft nicht, kämpft nicht. Komm, King. Nein. Nee, doch, King. Lass es sein. Hier drüben vielleicht irgendwie hoch? Das ist ein bisschen verwirrend, muss ich sagen. Ja, das sieht doch gut aus hier. Probieren wir es doch mal hier. Ich glaube, hier sind wir ganz gut aufgehoben. Ja. Damn, they got away. We won't catch them. Requesting backup. Zum Glück sind wir dem Geistesgestörten schlechter entkommen. Der sollte dann hoffentlich auch nicht auf dem Zug noch gekommen sein. Gut. Neue Speicherrunde. Kann nicht schaden. So. Also ich meine, ich wusste ja, dass die Königin von Concordia stirbt, allein vom Titel des Kapitels her. Aber dass es so schnell gehen würde, hätte ich zugegebenermaßen nicht erwartet.
Target sighted. Sending coordinates. Okay, wir kämpfen vom Zug aus. Ist eine gute Idee von euch, mit so wenigen Leuten zu kommen. Order Cooper vernichtet den Feind. Das sollten wir hinkriegen. Was ist das denn? Ein Luftsoldat. Na dann. Sieht aus wie eine dicke Frau. Es sind bestimmt noch mehr von denen. Sucht auf dem Zug nach weiteren Soldaten, Cooper. Ja, ich gehe davon aus, dass sie nicht bloß mit drei Leuten kommen. Zugwechsel. Ich schaue nochmal kurz hier hinten nach. Dachte ich mir doch. Ein TP-Kotonikum, das ist sehr schön. Sowas liegt ja einfach rum, ist ja krass. Gut, finde ich schön. Da bin ich doch gern dabei. Oh, habe ich dich etwa explodieren lassen? Das tut mir sehr leid. Gut, gehen wir mal hier weiter. Wusste ich doch, dass sich noch mehr von denen hier verstecken. Schaltet sie aus, Kupo. Warum ziehen sie auf den Motor? Wartet, sie versuchen den Zug anzuhalten, Kupo. Ach nee. Kupo, der Motor ist explodiert. Wie gut, dass wir nicht mehr auf dem anderen Zug sind. Order ausgeführt, Kupo. Aber der Zug pfeift aus dem letzten Loch. Okay, wir sind immer noch in der Hauptstadt. Ich schaue mal ganz kurz auf die Karte. Neues Gebiet, wie es aussieht. Wir haben das andere Gebiet verlassen. Sehr schön. Die Stadt ist schon ganz schön groß und die Mission geht auch ganz schön lang. Und ich glaube, es war ganz passend, dass die Züge gerade hier den Geist aufgegeben haben. Sonst wären wir ja volle Kanne durch das Gitter geprescht. Weiß nicht, ob das so im Sinne des Erfinders gewesen wäre. Na gut. Weiter geht's. Ich habe auch kein Problem damit, noch ein paar Wachen mehr zu verprügeln. Na klar doch, kommt zu mir. Order Cooper fliegt aus der Stadt. Was denkst du, was wir hier gerade tun? Oh komm, du hast deine Waffe noch nicht gezogen. Holt euch seine Anima, Cooper. Wessen Anima? Keine Ahnung. Wir haben jedenfalls alle Anime eingesammelt. Weiter geht's. Oh, nicht überfahren, bitte. Stilvoll. Fliegende Fahrzeuge, na sowas. Schnell, holt euch deine Anime, bevor Verstärkung eintrifft, Cooper. Warum weist du mich so darauf hin, dass ich die Anime einsammeln muss? Wer weiß. So, den Lieutenant hätten wir. Was gibt's denn hier Schönes? Ohne Schlüssel lässt sich das nicht öffnen, Kupo. Okay, schade. Vielleicht finden wir ja noch einen. Und müssen hierher zurückkommen. Wer weiß. Release the Wildcats! Attack! Die Quale heißen Wildcats im Englischen? Wie ist man auf Qual gekommen eigentlich? Sehr merkwürdig. Naja gut, was soll's. Fragt man sich aber echt, wie auf solche Namen dann gekommen wird. Naja. Oh, hallo. Alles klar. Oh, mit Flammenwerfer. Einen Heckschlüssel Alpha 2 erhalten. Das ist aber schön. Na gut, dann wollen wir noch mal ein paar Autos öffnen gehen, würde ich sagen, wa? So, was haben wir denn da? Ein Moraltrank. Kann ich hier nochmal zurück? Nope. Sieht nicht danach aus. Das ist aber ärgerlich. Na gut, dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als zu gehen. Ich vermute mal, man könnte die Schlüssel sammeln, behält sie im Inventar und wenn man die Mission wiederholt, könnte man dort öffnen.
Wäre eine Idee. Egal. Nicht so wichtig. Wir ziehen weiter. Wir müssen ja bloß rauskommen gerade aus der Stadt. Das ist eigentlich das Wichtigste.